So, ich wollte jetzt gerne mal kurz demonstrieren, wie man ein Abklatschpräparat macht, also eine Impressionszytologie. Hier haben wir den Murphy, der ist unser Modell. Ja, man sieht hier in der Seite, dass er sich da ziemlich viel an die Haut geht. Und hier ist auch so eine kleine Kruste und die würde ich mir jetzt nehmen. Dann nehme ich so die Kruste ein bisschen ab und drücke mehrmals auf den Objektträger. Man sieht das, glaube ich, auch ganz schön. Und das ist jetzt relativ feucht. Kann ich auch vorher nochmal, wenn es zu feucht sein sollte, macht man das gerne dann auch mal, dass man mit dem Föhn rangeht. Und jetzt gehen wir an die Färbebank. Hier stehen die Flüssigkeiten. Im Fixierer ist relativ wenig drin. Und dann gehe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal in den Fixierer. Kurzes Abtupfen. Dann lasse ich es kurz im Eosinrot. Ich mache immer den Fixierer dann gleich wieder zu. Na, wie gesagt, ich mag Rot, da gehe ich durchaus auch häufiger als fünfmal rein, vielleicht so achtmal zwischendurch. Kurzes Abtupfen, man sieht hier auch schon, ne, dass es gut angefärbt ist. Dann das gleiche Prozedere mit dem Methylenblau. So, kurz auch nochmal abtupfen, beziehungsweise vorsichtig nicht zu viel Gas geben mit dem Wasser, abspülen. Und jetzt kann man das Ganze entweder abtupfen oder, na, ich kann das hier Unterseite, mache ich trocken. Ich kann es abtupfen in der Form, dass ich das wie bei Löschpapier mache. Nur nicht zu fest drücken, wenn Sie da viel Material haben. Oder Sie können es trocken föhnen und jetzt ab ans Mikroskop.